So, da sind wir wieder bei Borderlands 2. Ja. Und wir müssen jetzt, ich mache jetzt eine Nebenaufgabe, weil so zwischen... Oh, da schleichen sich zwei. Das kann ich nicht zulassen, meine Freunde. Okay, gleiche Action hier. Wieso schleichen die sich überhaupt rein, Mann? Was soll denn der Scheiß? Warten die immer? Headshot, Mann. Und noch einer. Ah. Komm her. Das war jetzt aber überraschend, du. Ich wollte gerade sagen, dass ich eine Nebenmission machen werde, die hier in der Nähe ist, also gar nicht mal so weit, hier gleich vorne ums Eck. Wir brauchen aber dennoch einen Wagen dafür, weil ich nicht zu Fuß laufen möchte. Und ja. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Okay, los. Fahrzeug spawnen und ins Fahrzeug teleportieren. Und jetzt können wir da hinein. Wir müssen nämlich jetzt hier Bullimong-Haufen durchsuchen und Bullimongs jagen. Damit wir hier irgendwie einen besseren Namen für die finden. Ja, macht zwar nicht wirklich viel Sinn, aber machen wir es mal dennoch. Das ist nämlich hier. So, die töte ich jetzt einfach mal. Und natürlich mit meinem Fahrzeug, weil wenn ich das zu Fuß machen würde, dann würden die mich sowas von erledigen, die Schweine. Die würden mich mega, mega erledigen. Okay, da sind jetzt eh ein paar. Ich glaube, das spawnen nicht so viele, bis ich damit der Quest fertig bin. Leck mich am Arsch, ihr scheiß Viecher. Okay, die treffe ich so nicht. Bullimongs? Okay, diese fliegenden Dinger da sind mir auch mächtig auf den Sack. Okay, da ist noch einer. Wo denn? Komm schon. Okay. Ich steige mal kurz aus. Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Für derweil mal. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Ja, schön. Ich habe mich nur verdrückt, Mann. Okay, also. Noch einen Haufen durchsucht. Was haben wir denn da? Eine Waffe sogar. Kommt her. Jawoll! Alles klar, ich muss noch ein bisschen Haufen durchsuchen. Wo haben wir denn hier noch ein paar Haufen? Geld aufsammeln natürlich, nicht vergessen. Okay, auf dieser Seite bin ich hier mal fertig. Oh, da hat er eine Waffe gedroppt. Was denn für eine? Nee, keine gute. Okay, ich steige mal wieder in meinen Wagen und suche mich noch ein bisschen. Oh, such mich noch ein bisschen um. Schau mich noch ein bisschen um. Nee, wechseln, Mann. Genau. So, irgendwo muss es hier doch noch ein paar Haufen. Noch ein paar Haufen geben. Da drin vielleicht? Oh ja, da drin. Okay, aber ich muss da so rein, leider. Wow, aber diese Waffe haut wenigstens rein, Mann. Nice. Wow. Okay, kommt her. Ich will raus. Ich kann nicht mehr raus. Nein. Das ist unfair. Ah, jetzt bin ich draußen. Okay, komm. Kommt. Wieso bin ich denn davon nicht mehr rausgekommen, Mann? Jetzt kommt her. Ja, und du auch. Das haltet nämlich ein bisschen auf, wenn ich reinschieße. Das ist eine Grenade, Mann! Wo bin ich jetzt hier? Wieso werde ich elektrisiert? Ah, wegen dem scheiß Kaktus da. Jawoll. Okay, 4 muss ich noch töten. Und noch 3 Haufen durchsuchen. Da ist ein Haufen, da ist noch ein Haufen. Okay, passt, das sind 3 Haufen. So. Nee, brauche ich nicht. Ich muss hier aufpassen, nicht, dass wieder welche kommen, dann bin ich am Arsch. Da werden aber sicher wieder welche kommen. So, hier noch. Und der letzte Haufen. Es scheint, Bullimongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden.
das legt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima-Biester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Prima-Biester mit Granaten hoch, ja? Mal okay, sehen, jetzt heißen sie Prima. Für dich funktioniert. Prima-Biester? Okay. Naja, sie sind gleich stark wieder vor. Mein Verleger hasst Prima Biest. Wie unkultiviert. Na gut, wie wär's mit Fotzi-Viecher? Fotzi-Viecher? Ja, weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen, ach ja. Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. Schieß Fotzi-Viecher-Projektile ab. Das muss sie werfen, oder was? Ja, dann wirf mal. Wirf. Ich check grad nicht, was der meint mit Projektile. Sorry. Meint er das hier? Ich weiß es nicht. Hä? Kann ich ja gar nicht abschießen. Fotzi-Projektil. Ah, mal Fotzi-Viecher. Fotzen-Viecher. Ja, wenn ich wüsste, wie das geht, dann wäre das natürlich fein. Ja, aber ich weiß nicht, wie es geht. Fotzi-Viecher-Projektil ab. Was meint er denn damit? Oh, jetzt habe ich ihn sonst geschossen. Was meint er mit Projektile? Check ich nicht. Nee, check ich nicht. Mir auch egal. Benzintank. Nee, sollte ich nicht drauf schießen. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Ja, ja. Nee, wisst ihr was? Wir lassen diese Nebensequenz. Wir machen Nebensequenz, Nebenaufgabe. Wir machen jetzt die Hauptaufgabe. So. Die Nebenaufgaben sind ja nicht so interessant, die kann ich ja auch mal einfach so offscreen machen ohne euch. Da muss ich jetzt hin. Okay. Wir machen einfach die Hauptquest weiter. Hauptaufgabe. Ist, glaube ich, um einiges besser. Wenn ich denn da jetzt mal hinkomme, weil irgendwie scheint es da Probleme zu geben. Und Boost. Oh, jetzt hast du mich ein bisschen umgehauen. Ist das da drin oder was? Das scheint da drin zu sein. Ja, scheint da drin zu sein. Ist es ein Feind? Ja, es ist ein Feind. Natürlich macht ihm das gar nichts aus. Weil es ist ja auch ein Pyromant. Aber die Granate sollte was ausmachen. Jawohl. Dann der Psycho. Yes. Da sind sie down. Okay, das sind jetzt wieder neue Viecher. Ah, da ist noch einer. Wow. Hey, brennt der Psycho mal. Langsam hier. Ah, noch einer. Fuck. Komm ein bisschen näher hier zu dem da. Boah, ich bin gleich tot. Oh, scheiße. Okay, den hole ich mir aber noch. Den hole ich mir noch. Komm schon. Komm schon. Nach. Ah. Und nochmal gestorben. Schade. Aber ich komme hier gleich wieder und dann. Dann geht's weiter, Mann. Dann gibt's in die Fresse. Kackviech, Mann. Die sind echt hart, diese Dinger. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin eh gleich da. Okay, danke. Ah, ich sollte da ein bisschen weggehen von dem, weil er hat einen Flammenwerfer und der trifft mich ziemlich gut. Ne, diese Waffe hat ja am meisten Schaden gemacht.
Auf mich zu flammen, Mann. Auf mich zu flambieren. Jawohl. Sehr schön. Was hat er denn da fallen gelassen? Irgendwas hat er fallen lassen. Wow. Ein fettes Snipergewehr, Mann. Hätte ich mir ganz kaufen müssen. Sehr schön. Was geht nicht? Ah, Level 9. Okay, warte ich halt noch ein bisschen. Bin ich ja dann bald. Dann kann ich diese Waffe hier noch ein bisschen benutzen, wenigstens. Immerhin etwas. Okay. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Das hier kann ich doch gebrauchen, oder? Nee, alles voll. Alles voll. Okay, das ist schön. Wenn alles voll ist. Oh. What the fuck, ey? Die sind schnell. Die kommen aus dem Nix, Mann. Die kommen aus dem Nix. Okay, da drüben geht's aber weiter. Dann werde ich da mal drüber. So. Zum Frostburn Canyon. Wow, das ist aber ein fettes Ding, du. Okay. Wenn man nicht ein Gebiet wechselt, wechseln sich auch das Bild auf meiner Tastatur. Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Was ist mit denen los jetzt? Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Okay. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus, Kammerjäger! Das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Tja, das war okay. Ein bisschen überdeutlich. Überdeutlich? Ja, ich hab's kapiert. Piss auf, ja, mach auf die Tür. Geht nicht. Okay, dann halt nicht. Das scheiß wohl wer gerade. Da seilt wohl gerade jemand an den ab. Gut. Ich muss den Schildern folgen. Machen wir das. Aber ich kann auch einfach die Markierung folgen. Ist noch besser. So. Feinde? Gibt's hier Feinde? Ja. Nomaden. Kommt mal her. Und auch Psychos natürlich. Brennende Psychos. Ist das uns langweilig? Das ist jetzt alles hier auf Brand irgendwie, wenn man sieht. Also nutzt mein Snipergewehr leider nicht so viel. Boah, diese brennenden Nomaden-Pyros, ey, Mann, die halten viel aus. Komm her! Da unten snipert mich hier einer. Ja, komm, dann snipe ich halt zurück, Mann. Ich kann auch snipen, nicht nur du. Und zwar wunderschöne Headshots. Meine Skills sind trefflich. Ja. Jawohl. Ich liebe es, ein bisschen Headshots zu verpassen. Ist einfach nur geil. Oh, Iridium. Sehr schön. Wunderbar. Was ist? Wer redet hier? Ah, der hier. Ja, dem macht das natürlich nichts. Ja. Wow, 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 hier ist noch jemand. Ah. Der scheiß blendet der Psyche, Mann, von hinten. Was wollt ihr denn, Mann? Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir, alle? Da unten ist einer. Okay, das macht schon ein bisschen mehr Schaden hier, ich sehe es. Ja, aber das ist ein bisschen zu ungenau. Das ist auch eine Schuld, finde ich. Ich nehme lieber mein Gewehrchen hier. Das macht ein bisschen mehr Damage. Das ist auch ein bisschen zielgenauer. Jawohl. Oh, da ist auch noch einer. Okay, den kann ich wegsnipen. Das ist ein normaler Nomade. Jawohl. Ein Goliath. Warte mal, den kann ich sicher auch noch in den Kopf schießen. Gerade, what the fuck?
halte alles aus, das ist aber nicht schön. Wir schießen da schon wieder. Rasender Goliath, holy fuck. Der ist böse. Ja, noch diesen Nomaden-Pyro hier ausgeschaltet hinter mir. Jawohl. Und was ist da vorne los, Mann? Aha, okay, da ist wieder einer. Okay, okay, aber die sind nicht so, die sind nicht so stark gegen. Also wenn ich diese Waffe hier habe, dann halten sie nicht so viel aus. Ah, da hat eine Granate geworfen. Schwach geworfen, mein Freund. Obwohl eigentlich eh gut platziert, aber ja, bis die mal so hoch geht, bin ich schon lange weg. Oh, Mini-Zwerg. Fuck, vorbeigeschossen. Ah, brennender Psycho. Komm, den mache ich im Nahkampf, du. Jawohl. So, zurück. So, mal gucken, ob ich da wegsnipen kann. Ja, den kann ich wegsnipen. Jawohl. Und ein wunderschöner Headshot. Alles klar. Dann habe ich hier wohl alle down. Schön. Ne, da lebt noch hier. Okay, da schon wieder. Was ist denn das für ein Psycho und Goliath? Brenn, Goliath, brenn! Und down ist er. Zeit zu töten! Der verliert sogar den Kopf und lebt weiter. Echt nice gemacht. Den haben sie echt nice gemacht. Muss man schon sagen. Ah, guck, der greift seinen eigenen an. Oh, das ist ein Badass Goliath. Okay. Oh, oh, jetzt will er mich haben. Die Granate war jetzt umsonst. Nee, doch nicht umsonst. Lad nach, Mann. Wohin rennt der? Komm, ich mach dich im Nahkampf. Die haben es aber geil gemacht. Ach du heilige Scheiße, ist das grausam. Guckt mal. Sieht schon geil aus, muss ich schon sagen. Nice, wirklich nice. Okay, will mal ein bisschen looten. Ich habe jetzt nämlich wirklich viel Munition verbraucht beim ganzen Geballer hier. Granaten auch noch, wunderschön. Ich muss, denke ich, mal da runter. Okay, ich brauche eigentlich hier nichts mehr looten. Ich bin schon voll hier. Aber vielleicht wäre da irgendwo noch eine Waffe gewesen. Ne, ich kann hier nicht einfach weg, ohne das alles gecheckt zu haben, leider. Das ist so ein Drang in mir einfach. Das muss ich einfach machen. Ich muss alles abchecken. Davor gehe ich nicht. Das ist immer so bei mir gewesen. Aber gut, das mache ich jetzt noch offscreen und dann mache ich einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Ziel oder da vorne halt irgendwo. Gut, bis zum nächsten Mal dann.